um uns konkret damit zu beschäftigen, wie also Pandemien schnell bekämpft werden können, werden wir auch eine Übung machen, eine sehr realistische Übung, wo es darum geht, dass aus einem Leopardenbiss eine Pockenpandemie sich entwickeln könnte. Und wir werden in 4 Stufen dann versuchen, als Minister diese entstehende Pockenpandemie zu beherrschen, die vom Leopardenbiss ausgeht. Das Szenario wird sehr realistisch sein. Es wird die Besonderheit haben, dass besonders jüngere Leute betroffen sind, also nicht wie bei der Covid-Pandemie, wo junge Leute auch keineswegs verschont werden, sondern bei der Pockenpandemie, die wir hier simulieren, wird es eine Pandemie sein, die gerade jüngere Leute sehr hart trifft. Und wir werden an diesem Szenario dann abarbeiten, was in kurzer Zeit zu tun ist, wie wir da vorankommen. Zum Schluss werden wir dann am Ende unserer Sitzungen noch eine gemeinsame Sitzung haben mit den Ministern aus dem Finanzressort, sodass wir dann auch noch einmal darüber sprechen können, wie können die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ich fasse dies zusammen. Was uns zum jetzigen Zeitpunkt fehlt, ist ein klares System der Zuständigkeit, wer tut was, wenn eine neue Pandemie verhindert werden muss. Zum Zweiten, es fehlt also an der Ausbildung, an der Spezialausbildung und der Vernetzung der Leute, die das tun können. Und zum Dritten, eine Finanzierung, die unbürokratisch sehr schnell abgerufen werden kann.